Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Trainfieber hier bei Heisenberg. Zack, so, unsere Züge sind unterwegs. Jetzt weiß ich übrigens auch wieder, warum mir das Ganze ein bisschen schnell vorkam vorher. Also ich habe gesagt, haben wir denn alle Züge draußen? Hatten wir nicht. Wir sind mit dem ersten mitgefahren, der aus dem Depot rauskam. Wir waren ja im Pausenmodus, die konnten vorher noch gar nicht fahren. Das heißt, wir haben die Züge hier noch gar nicht gesehen. Also dann lasst uns die doch mal noch in Ruhe angucken. Ja, jetzt muss der natürlich wieder warten. Da haben wir aber tatsächlich schon wieder Öl. Ein Öl. Eine Teekanne Öl. Gut, schön. Also, ja, Wismut. Hier mit diesen Doppelstockwagen. Die passen, ja, optisch dazu. Ansonsten wahrscheinlich eher nicht. Aber es ist ja sowieso eher eine eigenwillige Kombination. Wo haben wir denn hier ein Signal? Hier. Das heißt, jawohl, da kommt der zweite Kollege. Und jetzt fehlt aber wahrscheinlich noch ein Zug. Und das Problem ist, jetzt verpassen wir natürlich da hinten die Fahrt. Aber wir werden, wenn wir alle Züge gesehen haben, nach da hinten düsen und da gucken, welcher Zug gerade am Bahnhof ist und da dann einsteigen. Dann haben wir gar nichts verpasst. Dann fahren wir halt einfach mit einem anderen Zug mit. Das ist ja eigentlich kein Drama. Wir könnten hier eigentlich auch noch kurz ein Signal setzen. Wenn er weg ist, sonst geht es natürlich nicht. Aha, funktioniert schon. Dann sehen wir die hier auch. Ah ne, guck mal, ist doch der letzte gewesen. Okay, gut, dann fehlt uns aber dazwischen einer. Kann das sein? Das hier ist der andere Wismut. Und wer ist hier unterwegs? Der gleiche. Wir haben aber schon... ich dachte, wir hätten hier 6 Züge gehabt. Hier ist noch einer. Ah, der Cola-Kollege, der kommt aber aus der anderen Richtung. Naja, gut, wie auch immer. Also ich glaube nicht, dass wir Züge verloren haben. Das wäre komisch. Das hier ist der, mit welchem wir eigentlich hier hinten gestartet sind. Aber wisst ihr was, wir fahren mit dem mit. Dann haben wir überhaupt nichts verpasst. So. Okay, einsteigen. Das war hier oben. Oh, schön, wie wir kreuzen. Ja, hier sollte natürlich ordentlich Verkehr sein. Wenn ich jetzt, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob ich bei der ersten, also bei der hier, alles richtig gemacht habe, so wie ich es wollte. Aber eigentlich müssten ja jetzt hier 12 Züge unterwegs sein, auf dieser Linie. Das heißt, da müsste man auch entsprechend Verkehr haben. Da hinten ist schon mal einer, da ist auch einer. Ich glaube, das geht sich schon aus. Und wenn es dann halt 2 Züge zu wenig sind aus irgendeinem Grund, dann ist das ja auch kein Drama. So, hier rausfahren. Was die Kamera wieder macht, sie macht fröhliches Hüpf. Ah, da haben wir sogar rot. Ja, das deutet dann doch eher darauf hin, dass wir hier ordentlich Züge am Start haben. Einer kommt entgegen. Und der andere, der fährt da hinten in den Bahnhof rein, während sie hier links gerade schön bauen. Halt, das war ein bisschen zu nah ran. Da ist wieder die Brücke. Da fällt man halt durch. Und da hinten ist ein Tram. Auch cool. Ja, hier waren wir natürlich auch schon länger nicht mehr. Ja, irgendwie führt der normale Weg relativ selten nach hier hinten. Ist im Prinzip schade. So, wieder einsteigen. So, dann kreuzen wir eh gleich wieder. Da hinten ist ja auch einer unterwegs. Da müssen wir dann auch wieder entsprechend rot haben. Ein bisschen weiter vorne. Haben wir auch. Da kommt da der Kollege. Das ist die gleiche Lokomotive, also der gleiche Zug. Jawohl. Bestens. So, hier rein. Jetzt haben wir grün. Freie Fahrt. Was steht hier eigentlich drauf? Damit Deutschland vorne bleibt. Ja, die kenne ich, die Lokomotive, genau. Das ist aber aus Staffel 2, glaube ich, noch. Oder ist es doch schon aus Staffel 3, dass wir den Zug auch schon haben. Also die Lokomotive, das kann durchaus sein. Ich würde es jetzt nicht beschwören, dass wir den Zug noch nie hatten. Ja, und der Bahnhof. Einmal mehr hier. Guck mal, da wird gearbeitet. Also das schon. Der fehlt eigentlich bei Transportfieber noch. Genau der fehlt noch. Den müsste man eigentlich dringend auch haben. Das wäre voll cool, wenn da noch so ein Bahnhof wäre, wo sie halt die Container rumschieben. Wow. Wäre mehr als nur nett. So, wir fahren weiter. Jetzt geht's mal in die andere Richtung, beziehungsweise, ja, jetzt geht's im Prinzip. Ja, da vorne rechts.
zu welcher Linie gehörst du? Ich muss gucken. Ah, zur Zweier. Und wir sind hier die Einer. Okay, dann kreuzen wir jetzt tatsächlich. Ja, ist im Prinzip logisch. Zuerst kreuzen wir natürlich mit der anderen Linie. Das ist klar. Und ich bin dann gespannt, wenn wir dann angekommen sind, dann gucken wir natürlich mal noch, wie sieht es denn aus? Nimmt da jetzt tatsächlich jemand irgendwie Güter mit oder bringt jemand Öl oder transportiert der Person? Das wird, ja, ausschließlich mit der 20-Minuten-Regel oder von der 20-Minuten-Regel abhängen, ob das Ganze so funktioniert oder ob es dann halt eine Fake-Linie ist. Eigentlich müsste es schon gehen. Ich glaube nicht, dass wir hier länger als 20 Minuten haben, wobei es täuscht dann eben jeweils doch relativ merklich. Müssen wir warten? Irgendwie sind wir doch ein bisschen langsam. Oder haben wir es nicht eilig? Ah, grün haben wir, aber vielleicht hatten wir halt vorher nicht grün. Ah, genau, jetzt geht es hier auf die Brücke. Das ist schon auch sehr nett. So, gucken, dass wir das ein bisschen schöner sehen hier, wie er schlängelt. Was höre ich da noch? Aha, Kollege Wismut. Der würde auch gerne fahren. Da unten sieht man nochmal den IC. Ja, da oben Güterzug. Da ist auch gerade was durchgedüst, irgendwie so vom Geräusch her. Ah, nee, da kreuzen wir. Gut. Ja, jetzt wird es langsam. Jetzt überall Züge, genauso wie es sein soll. Wir haben aber noch ein paar Linien. Da werden wir definitiv noch ein paar zusätzliche Züge installieren. Zum Beispiel die hier. Hier kommt alle 10 Jahre mal ein Zug. Das werden wir noch ändern. Eben, falls jemand frühere Folgen nicht gesehen hat. Ja, die Idee ist ja ganz einfach, dass wir wirklich auf jeder Linie so viele Züge haben, dass man eigentlich, wenn man irgendwo hinkommt, einfach Züge sieht. Dass wir fast keine Leerphasen haben, sozusagen. Und das können wir uns natürlich auch leisten. Denn wir spielen bekanntlich die Keine-Kosten-Mod, damit wir das eben auch machen können. So, müssen wir hier geradeaus. Da können wir gar nicht rüber. Okay, das ist ein Güterzug von einer anderen Linie. Wir werden aber schon wieder ein bisschen langsamer. Ja, und in die Richtung ist die Performance wesentlich besser, wenn wir nicht eine große Stadt vor uns haben, die noch ausgerechnet werden muss. Ja, guck mal an, Norddeichmole. Das ist ja cool, dass ich das noch sehe hier unten. Norddeich haben wir ja bei Transportfieber. Das Städtchen, das wurde von der Community gewünscht, dass wir eine Stadt so nennen. Das ist ja voll cool. Habe ich gar nicht gesehen. Das wäre dann also die passende Lok. Können wir die irgendwie bei Transportfieber haben? Das wäre natürlich ganz nett. Aha, wir können nicht fahren. Okay, dann ist da noch jemand. Oder wir haben ein Problemchen. Wir gucken. Ja, das ist genau dieses Nadelöhr. Das hatten wir ja, als wir es gebaut haben, angesprochen, dass hier halt so viel Verkehr ist, dass wir hier Standzeiten haben. Wenn der jetzt weg ist, müsste der aber fahren können. Höchstens, da käme auch noch einer und der hat Vorfahrt, wobei der hat hier ein Signal. Ja, kann er nicht fahren. Dann darf der andere zuerst raus. Ist halt schon, es sind so viele Züge jetzt zusätzlich noch dazugekommen. Das ist hier einfach irgendwie, ja, sagen wir mal, es ist nicht ideal. Und das ist noch relativ milde ausgedrückt. Ah, da kommt der Turbo. Okay. Haben wir hier... Hier haben wir halt kein Signal. Wo geht der lang? Ach, der muss auch hier lang. Okay, dann bringt ein Signal gar nichts. Ich dachte, der fährt hier lang. Dass wir da vielleicht mit einem Signal noch irgendwie in irgendeiner Form etwas bewirken können. Das wird aber nicht funktionieren. Schöner Zug. Mein Hauszug. Und dann können wir, wenn du durch bist, mal schauen. Nein, und da hinten stauen sich jetzt natürlich schon die Nächsten. Und hier kommt noch ein Zug. Ja, das ist irgendwie, wie angesprochen, sagen wir mal, nicht wirklich ideal. Wie könnte man das denn lösen? Das haben wir uns ja schon mal gefragt, indem wir mit der Linie halt ein bisschen weggehen. Sonst warten wir hier die ganze Zeit. Was wollen wir denn mit dem Zug? Ja, wir wollen in den gleichen Bahnhof. Von daher bringt da jetzt ein Tunnel oder so eigentlich nicht wirklich viel. Könnte man zwar schon machen, aber da haben wir schon einen Tunnel. Das wird schwierig.
Also sprich, mit diesen beiden Gleisen hier unter die Erde und hier eigentlich wieder rauskommen. Im Prinzip hier oder hier hinten dann, das ist ja dann egal. Und dann da in das Gleis rein, was wir wollen. Denn guck mal, das ist auch ein Güterzug von unserer Linie. Und der muss auch warten. Ist zwar schön, wenn hier die Züge natürlich so fahren, aber auf der anderen Seite eben, wir haben hier Standzeiten ohne Ende. Ja, ich würde sagen, wir holen mal die Bagger. mal gucken, ob wir das nicht anders lösen können. Ich gehe extra in den Pausenmodus. Ja, das muss doch zu machen sein, dass wir das mit einem Tunnel lösen. Dann behindern wir die Züge nicht und die behindern dann auch uns nicht. Also, das wäre dann mal hier die Weiche weg und das Gleis da weg. Oder wir können das ja eigentlich stehen lassen. Nee, wir brauchen den Platz. Also, das kommt weg. Das kommt weg. Dann kommt das hier wieder hin. Mit Strom. Okay. Jetzt haben wir hier noch so einen krummen Knubbel. Der kommt weg. Und jetzt gucken wir mal. Kommen wir hier? Können wir hier eine Kurve machen? Kommen wir hier unter Tage? Yeah. Das sind dann doch Sachen im Weg. Warum das denn? Die Straße da. Na gut. Nee, die Straße möchte ich eigentlich stehen lassen. Dann müssen wir früher runtergehen. Und jetzt haben wir hier aber diesen Zug im Weg. Dann machen wir das mal so. Wir bauen hier eine Weiche. Ah, nee, bauen wir nicht. Das Problem hatten wir auch schon mal. Wir bauen vielleicht hier eine Weiche? Nein, da ist noch ein Zug. Ich möchte den eben drehen, damit er wegkommt. Sonst kann ich hier nicht früher runter. Ja, das ist immer so eine Sache. Bei Transportfieber geht das natürlich ohne Problem. Da können wir die Gleise unterm Leib weghämmern. Was machen wir hier? Wir drehen dich mal. Machen mal Play. Und dann fährst du 2 Meter und dann bleibst du wieder stehen. Weil wir hier eben keine Weiche haben. Okay, wir könnten es... Ah, doch. Ja, bis hierhin fährt er. Okay, wir gehen wieder in den Pausenmodus. Jetzt werden hier sowieso wieder Züge drehen, wenn wir hier das Ganze laufen lassen. Mal gucken, was wir hier noch wegnehmen können. Ja, ein paar Meter. Ist schon nicht die Welt. Und da ist das Fahrzeug im Weg. Das geht also nicht. Und eine Weiche kann ich nicht bauen, um da abzuschneiden. Das geht nicht. Ne. Das heißt, wir müssen gucken, ob wir von hier runterkommen. Und sonst müssen wir das ganz anders lösen. Wenn wir hier irgendwie das so machen, dann ist tatsächlich die Straße ist das Problem. Oh, ich möchte die Straße aber nicht zwingend abreißen, das habe ich ja gesagt. Denn eben, hier ein Bahnübergang, das ist schon cool. Naja gut, weiter zurück können wir nicht. Wie machen wir das? Auf eine Brücke? Das wäre natürlich die andere Möglichkeit, wenn das geht. Mal gucken, wenn wir es hier mal mitnehmen und hier rüberziehen. Dann haben wir, ja, wir kommen zu wenig schnell hoch. Wenn wir es vielleicht in kleinen Schritten bauen, dann wird es vielleicht funktionieren. Aber wir müssen da hinten auch wieder runterkommen. Gut, das ist natürlich, wenn wir einen Tunnel machen, müssen wir einfach wieder rechtzeitig aus der Erde rauskommen. Also das Ganze ist so oder so nicht ganz einfach. Blöd. Sollen wir es mal bauen? Ja, wir können es ja wieder abreißen, wenn es nicht geht. Reicht das jetzt hier? Das reicht genau nicht. Und dann hier vorne können wir neu anfangen, weil das nicht geht. Wenn wir hier eine Kurve machen. Wir müssen es ganz anders machen. Wir haben hier weder Platz noch sonst irgendwas. Also das kommt nochmal weg. Wenn wir hier einfach eine Kurve machen. Und zwar runter. So, im Tunnel. Und dann hier wieder eine Kurve. Kommen wir denn nie unter Erde? Doch, unter Erde. Unter die Erde. Doch, jetzt geht's. Okay. Das würde klappen. Das heißt, wir kämen hier hinten dann irgendwann raus und machen hier einen Bogen und gehen dann so rein. Wird fast nicht anders machbar sein. Wir bauen es mal. Können wir noch ein bisschen rauf? Ja. Oh, wir können sogar noch massiv rauf. Jetzt nicht mehr, aber das können wir machen. Gut, Portal. Nehmen wir mal, da brummt wieder das Lied. Ich weise gerne nochmal darauf hin, dass das nicht das Video ist, was hier so macht.
Oh, da kämen wir aber schon raus. So. Okay, jetzt ist die Frage. Und die Kurve kriegen wir auch hin. Das ist eine relativ ungewöhnliche Art, in den Bahnhof reinzufahren. Das gebe ich zu. Aber das müsste doch eigentlich funktionieren. Was haben wir denn hier für eine Kollision? Mit dem Tunnel. Wir kommen ja eigentlich... Ah, wir sind da zu wenig tief unten. Ah, das ist schon... Von der Theorie her wird es gehen, aber wenn wir hier natürlich... oh Gott, ja, weiter runter möchte ich nicht. Dann haben wir hier die Ausfahrt eigentlich falsch gesetzt. Wir müssen hier hinten irgendwie raus, dass wir hier wirklich noch einen Bogen machen können. Allen Ernstes jetzt? Ja, allen Ernstes. Wir kommen hier nicht rüber, das wird nicht zu machen sein. Also, oder wir gehen hier noch ein bisschen höher. Auf alle Fälle, das muss nochmal weg. Da haben wir noch wieder ein bisschen was zu tun in Sachen Terraforming. So, maximale Höhe haben wir. Und wenn wir jetzt hier hinten irgendwie rausgehen. Oh, so zum Beispiel. Wobei, da haben wir nicht genügend Platz. Das liegt aber primär an der Straße. Nehme ich mal an. Ja, wir kollidieren da aber auch schon. So wird es gehen. Okay. Gut, machen wir das so. Nehmen wir dieses Portal. Ne, das hier war's. Haben wir das Richtige? Das hier. Geht nicht. Jetzt geht's. Gut, gekauft. Hier rüber. Ah, geht sogar auch. Sonst hätten wir halt die Straße da gekappt. Das wäre dann kein Ding gewesen. So, jetzt wollen wir hier aber nicht auf eine Brücke. Sondern das wollen wir ebenerdig. Dann geht das hier zum Bahnhof. Aha, wieder eine Kollision. Das liegt dann wieder an der Straße. Ja, ja, das geht jetzt schon. Ist eher ungewöhnlich, gebe ich zu. Jetzt hoffe ich nur, dass hier der Bereich nicht ein Problem gibt, wenn wir hier lang wollen. Nein, ach, das klappt. Perfekt. Fehler Fahrzeug im Weg. Ja. Okay. Vielleicht hier unten. Sonst müssen wir die Lok auch nochmal drehen. Ja, wir hätten das vielleicht doch besser gemacht, als wir es gebaut haben. Geht das so? Ne, da ist immer noch Fahrzeug im Weg. Aber da dachte ich wirklich, ich wüsste jetzt nicht, wie wir das genau hinkriegen. So, sie müssen da weg. Ich hoffe, sie können ein Stück fahren. Ja, ein bisschen kann er, bis wir zumindest hier das Gleis reinkriegen. Da ist auch noch ein Wegpunkt. Ah, bestens. Okay, stopp. Jetzt haben wir es aber eingleisig. Da haben wir uns dann vielleicht auch keinen Gefallen getan. Wir gucken mal, ob wir das zweite Gleis auch noch durchkriegen. Wo ging das raus? Hier hinten. Arg, das würde gehen. Aber der Bahnhof ist im Weg. Nein, das kann ja nur ein Scherz sein. Oh Gott, wie doof das jetzt wieder ist. Wegen 2-3 cm nur der zu nahe steht. Ja, dann machen wir es anders. Wenn wir hier innen lang kommen. Moment. Aha, das geht dann. Da ist nichts im Weg. Okay. Dann machen wir das. Dann müssen wir das hier hinten halt entsprechend ändern. Das wird jetzt hier ein bisschen kurvig, das Ganze. Ganz klar. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Dich hier rein. Krümmung zu groß. Okay. Da wäre das ganze Tunnel weg. Dann versuchen wir es hier mit einer Weiche. Ein bisschen näher ran. Damit das auch klappt. So, eigentlich wollten wir ja nur mitfahren. Gar nicht schlecht, wie das jetzt hier plötzlich eine gewisse Wendung genommen hat. So, klappt. Und dann kriegen wir dich nämlich hier auch weg, ohne dass wir das ganze Tunnel abholzen müssen. Und jetzt mal gucken, ob wir nicht doch reinkommen, sonst machen wir das hier halt noch weg. Da steht halt auch ein Zug drauf. Krümmung zu groß. Okay, hilft nichts. Muss auch weg. So, hier schnappen. Hier rein. Kollision. Da liegt wieder irgendwas im Weg. Ah, Moment. So, hier ran. Das wäre die Idee. Jetzt hier mitnehmen. Ah, dann geht's auch plötzlich. Gut. Und dich hätten wir dann gerne hier unten. Das würde gehen mit so einer komischen Schlabberkurve. Ach. Geht das nicht auch ohne? Ja, es muss ein bisschen raus hier, sonst kommen wir nicht um die Kurve rum. Aber okay. Das nehmen wir in Kauf, wenn wir dafür hier in Ruhe dieses Nadelöhr umgehen können. Aha, das habe ich fast
gewusst, dass das jetzt natürlich mit der Straße wahrscheinlich ja nicht mehr klappt. Auf der anderen Seite geht's wahrscheinlich. Boah, okay. Müssen wir jetzt allen Ernstes hier auch nochmal kurz. Sieht fast so aus. Da haben wir das gleiche Problem. Das ist natürlich ganz blöd, wenn man auf beiden Seiten wechseln muss im Prinzip. Okay, das ist nicht mal die Straße. Das ist primär dann doch eher das Ding hier. Dann machen wir das anders. Dann machen wir es hier doch zu einem kleinen Teil eingleisig. Wenn ich hier noch rüberkomme. Ja, das kommen wir. Dann ist das hier eingleisig. Da ist halt die ganze Weiche wieder weg. Ja, ist ja egal. Machen wir mal. So, sieht sonst ein bisschen komisch aus. Gleis. Zack, hier rein. Und hier haben wir die Weiche hin. Okay. So, und hier hinten können wir eigentlich je nachdem wieder zweigleisig werden. Ja, ich würde mal sagen, nicht nur je nachdem, sondern das können wir. Aber nicht auf der Innenseite. Oh, doch. Nee, geht nicht. Doch, geht auch. Nee, geht nicht. Ja, was denn nun? Moment. Geht. Gut. Machen wir das auf der Innenseite. Hier rein. Moment, da müssen wir hier rein. Ordentlich, was hier entsteht. Einfach so. Nur für eine Linie. So, hier rüber. Oh, geht sogar. Sehr schön, danke. Und hier vorne irgendwie so raus. Jawohl. Gut, jetzt müssen wir hier aber nochmal Signale setzen. Ganz klar. So, die Signale haben wir hier. Machen wir mal Blocksignale. Das wäre dann einmal zack. Und hier vorne wäre es einmal hier zack. Und dann haben wir hier die Gegenseite. Da machen wir mal keinen... Also sollen wir noch einen Block dazwischen setzen? Das ist halt die Frage. Hier vorne haben wir keine Signale. Das passt. Ja, das ist zu kurz. Die Züge sind ja doch relativ lang. Sieht man hier? Nee, nee. Das lassen wir. Wenn wir hier rauskommen, das wäre dann hier oben. Machen wir hier ein Signal. Okay, hier machen wir auch gleich nochmal eins. Und die Blocksignale, die anderen, die haben wir dann da vorne. Das ist dann wieder okay. Gut, bisschen Terrain-Korrektur. Und dann werden wir mal ganz schnell gucken, ob die Linien das schon angenommen haben. Das wäre dann schon zu hoffen. Das geht nicht. Aha, mit dem oh, da liegt tatsächlich noch ein Stück Schiene. Okay, du kommst noch weg. So, nochmal Wischmob. Okay. Und Feinkorrekturen ansetzen. Passt. Hier hinten haben wir, glaube ich, auch noch was. Ja, eine Grube. Okay. Die Grube kommt weg. So, und dann haben wir es hier auch wieder schön. Hier ums Kohlekraftwerk rum. Gut, jetzt bin ich gespannt. Wenn wir hier die Linie aufrufen. Ja, guck mal. Haben sie schon übernommen. Sie können ja gar nicht anders. Also... Klar, es könnte nicht funktionieren, aber ich meine, den Weg, den sie nehmen, der ist vorgegeben hier durch unseren Gleisbau. Gut, dann können wir das so lassen. Dann lassen wir mal laufen. Und dann müssen wir hier einige Züge wieder drehen. Okay. Der hat auch gerade gedreht. Der ist aber auf der falschen Seite. Der muss auch wieder in die Richtung. Und hier hinten noch irgendjemand. Ja, das werden wir ja sehen. Wenn hier irgendwelche Züge wirklich nochmal gedreht haben, dann werden wir sie finden. Der fährt da raus. Ja, aber die stehen hier auch irgendwie. Wobei, das passt schon. Da kommt noch einer aus dem Depot. Aha. Okay. Ja, warum kommt der jetzt da aus dem Depot? Oder wartet der immer noch? Also stimmen würde das zumindest von der Ausrichtung her. Okay, da unten fahren sie auch. Und wir waren ja eigentlich dabei, hier mit dem Zug mitzufahren. Wo ist er denn? Ist er das? Ich glaube, es war der andere ein Stückchen davor, aber wir wollen jetzt hier unsere Reise natürlich noch beenden. Und dann gucken wir, ja, ob das so wirklich funktioniert oder ob da irgendjemand halt tatsächlich jetzt gedreht hat und nicht mehr vorwärts kommt. Das werden wir rausfinden. Ja, das ist wesentlich besser so, ganz klar. Dann ist dieses Nadelöhr da vorne weg. Dann können sich die hier noch ein bisschen streiten, wer Vorfahrt hat. Aber unsere Güterzüge, also die Personengüterzüge, die Kombination, die kann hier unter Tage durch. Und am Städtchen durch, hinten wieder raus, hat ein bisschen weiteren Weg. Aber passt schon. Aber eigentlich, ach, das funktioniert jetzt?
Moment, fällt euch gerade was auf? Also mir fällt da was ganz Massives auf. Das kann so eigentlich gar nicht funktionieren. Wir müssen ja den Bahnhof hier eigentlich anlaufen. Wenn man es genau nimmt. Ich brauche mal nochmal mein Linienfenster. Eingezeichnet war es doch. So, sie stehen da zwar eh schon, das werden wir uns auch gleich ansehen. Das wäre die. Und die hier. So, was macht ihr? Also ihr fahrt. In dem Sinn, es funktioniert. Ach so, dann gehen sie. Ich weiß nicht, wie sie es machen. Aber von hier kommend müssen wir doch jetzt eigentlich zuerst. Nee, stimmt schon. Wir fahren hier rein und dann von da, hier und dann da. Nee, okay. Fehlalarm. Das hat durchaus seine Richtigkeit so. Was jetzt hier keine Richtigkeit hat, das ist irgendwie, dass die ein bisschen lange stehen. Warum? Warum fährst du nicht? Nochmal drehen. Nochmal drehen. Nee, möchte doch nicht. Warte auf freie Wege. Müsst ihr doch eigentlich haben. Hä? Was für ein freien Weg. Moment. Linie. Ach, da haben wir keine Linie mehr hier rein. Was? Wie? Wo? Das ist ja ganz komisch. Moment, jetzt wird es ganz interessant. Ach, der ist natürlich in dem Sinn falsch. Der hätte zuerst da rein gemusst. Warum er das nicht gemacht hat, weiß ich zwar auch nicht. Aber okay. Kann der hier noch wechseln? Ja. Er könnte, tut er aber nicht. Ach so, soll er auch nicht. Sonst wäre er auf dem falschen Gleis. Nee, wäre eigentlich nicht. Das ist ja hier die... Ach, Herr Jemine. Jetzt haben wir sie völlig durcheinander gebracht. Und wir haben nicht nur die Züge durcheinander gebracht. Jetzt haben sie den Heisi gleich nochmal völlig verwirrt. Wenn wir eine Weiche machen, dann kommt er hier eigentlich rüber. Ich weiß jetzt nicht, warum er die nicht genutzt hat. Vielleicht war er ein bisschen zu nah dran. Ja, der ist halt in dem Sinn falsch. Ah, da steht der andere. Steht da drin. Okay, der kommt von da hinten. Wobei, Moment, dann können wir das eigentlich so lassen. Wo möchtest du denn hin, wenn man es genau nimmt? Hemslow West. Nee, gut, okay, das stimmt. Da war halt einer schneller. Der hat hier vorne... Oh, die haben hier natürlich ganz lange kein Signal mehr. Das müssen wir ändern. Wobei, das ist hier eingleisig. Das heißt, wir fahren hier in beide Richtungen. Wenn man hier guckt... Jawohl. Das heißt, nein, hier können wir kein Signal machen. Das heißt, die haben halt immer Vorfahrt. Wenn sie hier mal im Tunnel drin sind, das heißt, dass die hier hinten dann entsprechend lange Wartezeiten haben. Jetzt muss er wieder warten. Wir könnten es höchstens so machen, dass wir hier ein Ausfahrtsignal setzen. Das müsste ja eigentlich auch was bringen. Und zwar, jetzt muss ich gucken. Mal hier. Und jetzt die Linie wieder haben. Ist das das richtige Gleis? Jawohl. Ja, dann kann er reinfahren. Okay. Dann haben wir einfach das Problem, dass die Züge, die aus der Richtung kommen, die werden jetzt hier vorm Tunnel die ganze Zeit gebremst. So wie der hier. Der wird jetzt hier halten müssen. Definitiv. Das macht er, glaube ich, auch. Jawohl. Wartet auf freie Wege. Ja, ist nicht anders zu machen, wenn wir da halt eingleisig einen eingleisigen Betrieb haben, wobei da kommt ja auch gerade einer daher. Nee, das passt schon. Der andere wartet wegen dem. Ja, jetzt sind wir aber hier echt. nee, jetzt müsste eigentlich stimmen. Der hat dann Ausfahrtsignal, das heißt, das Gleis ist freigegeben, dann kann der reinfahren. Muss der trotzdem warten da oben? Wahrscheinlich ja, er hat ja keine Ausweichmöglichkeit. Können wir hier nicht irgendwie in irgendeiner Form... Ne, da kriegen wir keine Weiche hin. Naja, das haben wir alles schon geguckt. Wir kriegen hier kein zweites Gleis lang. Kriegen wir hier dann auch kein zweites Gleis durch? Auch nicht, wenn wir auf der anderen Seite anfangen. Mal hier schnappen. Habe ich sicher schon getestet. Wir haben es ja nicht umsonst hier eingleisig gebaut. Das ist die falsche Ausfahrt, um Himmels Willen. Doch, das geht. Aber das geht mit der Brücke nicht. Irgendwas geht eben nicht. Also das Tunnel würde funktionieren. Ist klar, wir sind auf der falschen Seite. Müssen wir da nochmal neu bauen. Da können wir nicht viel machen. Auf welcher Seite wären wir jetzt? Auf der. Und dann wird eben die Brücke nicht funktionieren. Ja, das kann nicht funktionieren. Nee, das geht nicht. Da ist dann die Brücke im Weg. Also, das können wir im Prinzip in dem Sinn nicht reparieren.
Wir müssen gucken, dass die hier möglichst fahren können. Dann haben wir das eigentlich soweit behoben. Auf was wartest du jetzt hier? Ja, auch auf freie Wege. Auf was sonst? Ist mir soweit eigentlich schon klar. Mal hier mal gucken. Die Richtung würde stimmen. Warum wartet der? Weil der andere Zug da drin ist, weil er da rein muss. Wir können aber hier halt jetzt wieder auch kein Signal setzen. Das ist nämlich definitiv auch mit Gegenverkehr. Ja. Ist wie wenn wir nicht eine Rundstrecke gebaut hätten. Ganz einfach. So, aber der fährt jetzt raus, dann kann der auch fahren. So, also sprich, ja, alles was halt eingleisig gebaut ist, darf keine Signale haben. Sonst gucken sich die Züge irgendwann natürlich dann entsprechend an. Jetzt haben wir hier aber ordentlich Verkehr reingebracht. Finde ich eigentlich relativ nett. So, Fährste. Jawohl, jetzt kommt er in die Gänge. Unser Coca-Cola-Zug. Ich darf das sagen, ich habe kein Geld bekommen von Coca-Cola. Gibt auch noch andere schöne Getränke. Und es ist sowieso nicht allzu gesund. Das wissen wir alle. Okay, sie fahren, sie fahren, sie fahren. Wunderbar. Haben wir das doch noch hingekriegt hier. Da haben wir noch einen Tunnel. Das ist genau, das ist eine ganz andere Linie. Die hat mit uns nichts zu tun. Ja, ich würde sagen, diese Umfahrung, die macht schon durchaus Sinn hier. Wenn man hier guckt, jetzt, sie warten halt immer noch, aber jetzt warten hier die alten Linien sozusagen. Die behindern jetzt hier unsere neuen Güterzüge nicht. Also das ist kein Problem. Die fahren hier unten durch. Ein Problem ist, dass die jetzt alle ein bisschen geballt sind. Dadurch, dass die hier warten, kommen uns natürlich die anderen Züge sozusagen näher. Haben wir hier Leute? Ja, guck mal. Fake PG Linie 1. 24 Leute. Sehr schön. Also die 20-Minuten-Regel haben wir eingehalten. Die ganze Linie, die funktioniert offenbar. Wir werden es jetzt noch mal ein bisschen im Auge behalten, ob das auch mit den Gütern klappt, mit dem Öl und so weiter. Da müssen wir eben noch einen Moment Geduld haben, bis die hier mal aus dem Pulk raus sind, wieder in die Richtung düsen und dann da hinten, ja, dann hoffentlich wirklich auch in den Genuss kommen, dass sie Öl und Co. transportieren können. Gut, liebe Freunde, danke fürs Zusehen. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir müssen dann ja auch noch an der Autobahn weiterbauen. Freue ich mich auch drauf. Gut, bis dann. Tschüss.